Hallo ihr Lieben, heute geht's um das Thema Kommunismus. Ich mache das nicht deswegen, weil ich Werbung machen will, sondern ich mache das deswegen, weil ich denke, es herrscht Aufklärungsbedarf. Kommunismus wird für so gut wie alles verwendet, was auch nur ansatzweise im linken Bereich ist, aber keiner hat eine Ahnung, was Kommunismus überhaupt ist. Der Kommunismus ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsutopie und der Gegensatz zum Kapitalismus. Also um den Kommunismus zu verstehen, müssen wir erstmal den Kapitalismus analysieren. Sagen wir mal, wir haben zwei Unternehmen, Unternehmen A und Unternehmen B. Beide Unternehmen besitzen Maschinen. Dabei besitzt Unternehmer A weniger Maschinen als Unternehmer B. Außerdem beschäftigen beide gleich viele Arbeitskräfte. Soweit ist erstmal der normale Aufbau und jetzt kommt, was daraus resultiert. Wir haben also unsere Unternehmer mit ihrem Kapital. Und was entsteht daraus? Richtig, zuallererst mal Kosten. Kosten für Lohn, für Maschinen, für Heizung etc. Aber sie können auch wieder Kohle reinkriegen, indem sie Sachen produzieren. Je nachdem, wie gut sie ausgerüstet sind, können sie entweder mehr oder weniger produzieren. Und je nachdem, wie viele produzieren, machen die halt auch verschieden viel Umsatz. Soweit, so logisch. Kommen wir jetzt zur Jahresabschlussrechnung. Wir haben den Umsatz, davon müssen wir die Kosten abziehen. Und daraus kriegen wir dann den Gewinn. Je nachdem, wie viel Gewinn wir gemacht haben, können wir investieren. Das heißt, Unternehmer B könnte doppelt so viel investieren wie Unternehmer A. Dadurch würde Unternehmer B seine Marktposition ausbauen können und wahrscheinlich Unternehmer A vom Markt komplett vertreiben. Dadurch würden dann wieder Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, es würde aus Unterbeschäftigung kommen, bla 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 bla, kennt ihr alles. Jetzt kommt das System des Kommunismus. Der größte Unterschied ist die Aufteilung. Es gibt keine zwei Unternehmer, die die fünf Maschinen besitzen und dann noch die vier Leute jeweils einstellen. Nein, es gibt 10 Leute, die die fünf Maschinen besitzen. Das läuft im Grunde so, keiner besitzt die Maschine wirklich, sondern die Gemeinschaft besitzt die Maschine. Das heißt, alle arbeiten gemeinschaftlich gleich viel an den jeweiligen Maschinen und somit gehört auch das, was dadurch erwirtschaftet wird, allen. Das heißt, das, was durch die Maschinen erwirtschaftet wird, meinetwegen Brot, wird gleichmäßig unter allen aufgeteilt. An und für sich eine tolle Sache. Das Problem dabei ist, es ist eine Utopie, das heißt, es funktioniert nicht. Der Kommunismus in Reinform kann nicht funktionieren. Und der Grund dafür ist der Mensch. Weil der Mensch von Natur aus auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Ein Mensch, der mit einem zusammenarbeitet, wird sich denken, irgendwie habe ich doch härter gearbeitet als der und der und der und der, das heißt, ich verdiene auch mehr von dem, was dabei rauskommt. Das heißt, dadurch wird das gesamte Gleichgewicht gestört und wir hätten wieder totales Chaos, alle würden sich gegenseitig umbringen, weil niemand genug bekommt und bla. Das heißt, das Grundproblem dabei ist, dass der Mensch an und für sich nicht bedacht wurde. Sobald nur ein Mensch das System ausnutzt, heißt es bumm und alles fällt in sich zusammen. Das wurde versucht zu kompensieren, indem man das den Leuten mit Gewalt reingedrückt hat, wie in der UdSSR oder halt im kommunistischen China, was absolut nicht funktioniert. Das hat mit Kommunismus eigentlich wenig zu tun, aber das lassen wir mal. Also, das war's von dem Video. Wenn ihr eine Meinung habt, macht einen Kommentar. Wenn nicht, ist auch egal.